Hallöchen, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute wollte ich mal mit euch über die für mich besten Neugeborenenstoffwindeln sprechen. Wir haben ja unsere kleine Maus nach der Geburt direkt mit Stoff gewickelt und es war eine komplett neue Erfahrung für uns, aber es hat richtig, richtig gut geklappt. Genau, welche Stoffwindeln wir verwendet haben und warum genau diese, das möchte ich euch jetzt in diesem Video erklären. Viel Spaß! Ja, wir haben uns tatsächlich für Windel Zauberland entschieden. Windel Zauberland stellt die Windeln fast ausschließlich in Deutschland her. Die Qualität ist einfach top. Das hier ist mein Lieblingsmodell, die Goldüberhose, wie gesagt, in Deutschland hergestellt mit den süßen Bienchen drauf. Richtig, richtig tolle Überhosen. Die haben auch alle ein doppeltes Beinbündchen, das heißt, sie sind bei diesem ganz, ganz flüssigen Muttermilchstuhl auch wirklich auslaufsicher. Außerdem haben sie hinten auch einen Gummizug drin, sodass hinten halt auch nichts den Rücken hochläuft. Auch wirklich top. Es gibt die Windeln einmal mit Druckknöpfen oder es gibt die Windeln aber auch mit Klettverschluss. Hier seht ihr ein Modell mit Klettverschluss. Auch das mega schöne Qualität. Also wir haben die Windeln jetzt über ein halbes Jahr verwendet. Unsere kleine Maus hat mit bis 6 Kilo da reingepasst und das hatte sie ungefähr mit einem halben Jahr. Und ihr seht trotzdem, die Qualität von den Windeln ist wirklich top. Also ein halbes Jahr haben die super, super mitgemacht. Die sind also noch absolut verwendbar für ein zweites Kind oder sogar für ein drittes. Hier seht ihr nochmal den Klettverschluss. Das ist extra so eine Waschsicherung. Das heißt, beim Waschen einfach zuklacken, dann verhängt sich das nicht mit den ganzen Stoffwindeln zusammen. Genau, das ist also hier ein Klettverschlussmodell. Es gibt natürlich ganz, ganz viele verschiedene Designs und es kommen auch immer häufiger neue Designs raus. Das sind jetzt hier die, die ich da habe. Aber es kommen, wie gesagt, immer ganz, ganz viele neue Designs raus. Einfach mal da auf der Webseite schauen, was da gerade aktuell ist. Ich verlinke euch unten alles in der Infobox natürlich. Und eventuell kann ich sogar nochmal einen Rabattcode rausschlagen. Die nächste Frage, wie füllt man denn diese Überhosen? Ja, das ist, glaube ich, die meistgestellte Frage. Wie funktioniert sowas überhaupt, Stoffwindeln? Also wir haben hier einmal einen wasserdichten Teil. Natürlich, dass die Wäsche nicht nass wird. Das ist einmal hier die Überhose. Sie besteht aus PUL und ist damit luftdurchlässig, aber wasserundurchlässig. Genau. Das heißt unter anderem, die Kinder können oder der Po von den Kindern kann super gut atmen und die Luft kann zirkulieren. Das ist sehr, sehr wichtig. Das ist bei Wegwerfwindeln nämlich tatsächlich nicht der Fall. Da fühlt es sich an für die Kinder, als hätten sie eine Plastiktüte um den Po. Und in der Plastiktüte, wissen wir alle selber, staut sich die Wärme. Und hier kann die Luft oder die Wärme eben schön entweichen und trotzdem bleibt der Urin in der Windel. Zum Füllen haben wir drei Einlagen bei den Neugeborenen, die ich euch wirklich empfehlen kann. Drei Einlagen, die wir jetzt verwendet haben und tatsächlich sogar immer noch verwenden. Also die Einlagen sind extra etwas kleiner für die Neugeborenen natürlich, aber wir benutzen die jetzt auch immer noch zum Boosten für die großen Überhosen. Wir haben einmal ein ganz normales Spucktuch aus Baumwolle. Können wir super verwenden. Zeige ich euch gleich, wie man das macht. Dann haben wir zwei Leineneinlagen. Die sind super, super saugstark, obwohl sie sehr, sehr dünn sind. Ihr seht das. Also die kann man einmal in der Mitte falten oder halt einmal in der Breite falten. Je nachdem, wie man es braucht. Und die sind super dünn, aber saugen unglaublich viel. Also wir hatten bei unserer kleinen Maus nur diese Einlage drin. Und wenn ich die jetzt hier in die Überhose mal reinstopfe, dann seht ihr gleich, wie unglaublich dünn das Paket ist. Und das war mir besonders wichtig bei der Kleinen, weil ich habe immer wieder bei Stoffwindeln, also bei neugeborenen Stoffwindeln halt gesehen, dass die so einen unglaublich dicken Po haben. Und das wollte ich nicht, weil die kleinen Babys sind so zart am Anfang. Und deswegen kam für mich sowas gar nicht in Frage. Mit so einem dicken Windelpo. Aber jetzt schaut mal hier. Wir haben hier wirklich eine fast Wegwerfwindel. Von der Breite her. Vom Windelpo her. Also wirklich toll. Ihr könnt die hier auch noch kleiner snappen. Je nachdem, wie klein euer Baby ist. Wir hatten es tatsächlich auch am Anfang. Die ersten 2 Wochen
hatten wir das wirklich hier auf dem kleinsten Loch. Also die sind so kleine Babys. Und hier seht ihr auch für ganz, ganz kleine Beinchen geeignet. Und hier mit dem extra Auslaufschutz nochmal. Also wirklich, wirklich toll. Und ihr seht, ein ganz, ganz kleiner Windelpo. Das war mir, wie gesagt, ganz, ganz wichtig. Diese ganz normale Einlage hier, diese Leineinlage, die ich gerade reingetan habe, die hält auch ungefähr 2 Stunden. Also kommt immer darauf an, wie doll das Baby piecht. Aber bei uns hat die immer locker in dieser Kombi 2 Stunden gehalten. Und das könnt ihr natürlich auch über Nacht verwenden, so. Oder wenn ihr nachts sagt, okay, wir brauchen noch mal ein bisschen mehr, dann kann man diese Einlage dazu tun. Das ist auch eine ganz, ganz dünne Baumwolleinlage. Die kann man super als Booster verwenden. Ich habe die auch immer so gefaltet und dann einfach hier auf die Leinen, Einlage mit drauf. Das kann man natürlich so super kombinieren. Das ist dann natürlich ein bisschen breiter, aber als Booster natürlich einfach top. Ich stopfe das hier mal wieder kurz in die Überhose rein. So sieht es dann aus mit der doppelten Einlage. Immer noch sehr klein und hält dann aber locker 3 bis 4 Stunden bei eurem Baby. Genau, hier also mit Booster, hier ohne Booster. Seht nochmal den Unterschied. Wie gesagt, ungefähr 2 bis 3 Stunden, 3 bis 4 Stunden, je nachdem, wie viel das Baby piecht. Ja, das war also für mich wirklich der mit ausschlaggebendste Punkt, warum wir uns für diese Windel entschieden haben. Einfach wegen diesem dünnen Windelpaket. Dann natürlich auch die Herstellung in Deutschland und dass man immer Kontakt und immer eine Beratung dabei hat. Beratung ist gerade am Anfang super, super wichtig, weil man ja auch nicht weiß, okay, wie mache ich das? Sitzt die Windel jetzt gut beim Kind? Und all das kann man halt immer dann bei Windelzauberland nachfragen. Die sind immer da, wenn Hilfe benötigt wird, per E-Mail oder auch bei Instagram, antworten die immer super, super schnell und das ist mir auch sehr, sehr wichtig gewesen. Dann gibt es noch die Möglichkeit, mit dem Spucktuch zu wickeln. Das ist also ein ganz normales Spucktuch. Das gibt es in verschiedenen Größen, natürlich auch für Neugeborene. Das faltet man entweder ganz normal zum Steg oder man kann es um das Kind herum binden. Dazu muss man das so ein bisschen umbauen. Und hier in der Mitte hat man dann auch wieder einen Steg und die anderen Teile kann man dann hier so um das Kind herum wickeln. Und dann hat man halt so eine kleine selbstgebaute Höschenwindel sozusagen. Hier die kleinen Beinchen. Genau, das geht natürlich auch mit dieser Variante. Ist immer sehr schön, wenn das Kind zum Stuhlgang auslaufen neigt, dann ist es immer ganz gut. Aber wie gesagt, bei den Stoffwindeln läuft da gar nichts aus. Also wir hatten als Baby, als Neugeborenes einige Explosionen und da ist nie etwas ausgelaufen. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, da war die komplette Windel voll und nichts an der Seite irgendwie raus. Und ich habe schon gedacht, oh mein Gott, das kann die Windel doch nicht halten. Aber das ist wirklich, wirklich toll. Das habe ich so bei anderen Modellen auch nicht gesehen. Genau. Das ist also die Möglichkeit, die wir noch mit dem ganz normalen Mulltuch haben natürlich. Neben den Stoffwindeln und den Einlagen hat Windelzauberland natürlich auch Wetbags. In die Wetbags, da packt ihr die dreckigen Windeln rein bis zur Wäsche. Und auch die sind luftdurchlässig, deswegen kann da auch nichts schimmeln in den Wetbags. Und dann gibt es noch Wickelunterlagen. Waschbare, die sind auch wirklich, wirklich toll. Die haben hier eine ganz, ganz weiche Seite und außen auch wieder PUL, das heißt wasserundurchlässig. Genau, die gibt es auch bei Windelzauberland in ganz vielen verschiedenen Designs. So kann man die super mitnehmen, diese Wickelunterlagen. Also auch mega klein und wirklich praktisch, weil man sie immer wieder verwenden kann und immer waschen kann. Brauchen wir nicht diese Wegwerfwindel oder lang. Davon haben wir auch ganz, ganz viele und wir lieben die wirklich sehr, weil die einfach super bequem sind und falls dann wirklich mal was daneben geht, kann man die einfach ganz schnell mit in die Stoffwindelwäsche mit reinschmeißen. Also wirklich sehr praktisch. Kann ich auch nur empfehlen. Haben sie auch ganz viele verschiedene Designs dort immer im Shop oder kommen immer neue raus, wie gesagt. Ja, wir wickeln immer noch mit Windelzauberland. Die haben natürlich nicht nur neugeborene Windeln, sondern auch One-Size-Windeln. Zu den One-Size-Windeln mache ich euch nochmal ein anderes Video. Hier ging es da wirklich nur um die neugeborenen Windeln, die wirklich sehr, sehr toll sind. Die haben übrigens nur vorne eine Lasche, um die Einlage reinzulegen. Hinten nicht, aber das finde ich auch sehr, sehr praktisch,
weil falls da wirklich mal eine Stuhlgang-Explosion kommt, dann muss man die nicht immer waschen, nur weil hinten hier was drauf ist. Und wie gesagt, wir haben hier auch einen super Gummizug, damit auch alles an Ort und Stelle bleibt. Wirklich tolle Windeln. Also wirklich, ich habe noch nie so schöne Windeln gesehen. Von der Verarbeitung vor allem her, von der Qualität. So, und zu den One-Sides, wie gesagt, gibt es dann ein neues Video. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich wünsche euch einen ganz, ganz wundervollen Tag und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Tschüssi!